Hallo, liebe Freunde des IT-Chair-Konzepts. Wir haben diesen kleinen Film gemacht, um den Verkaufsprozess zu fokussieren, denn der Baukasten IT-Chair-Konzept birgt natürlich auch das Risiko, dass man sich verzettelt. Und so wollen wir mit diesem kleinen Film Ihnen eine Hilfestellung geben, den Kundennutzen zusammenzufassen und gebündelt rüberzubringen. Zwei entscheidende Punkte, warum das ID-Chair-Konzept jetzt gerade genau richtig kommt. Punkt 1 ist die Veränderung der Arbeitswelt. Die Tendenz geht ganz, ganz stark zu Wissensarbeit anstelle von Administration. Und das verändert die Büros, das verändert die Anforderungen an den Menschen. Beispiele sind Teamarbeit oder Projektarbeit oder laufend wechselnde Zonen, in denen gearbeitet wird. Und hier ist eins wichtig, dass der Individualität des Einzelnen Rechnung getragen wird. Und das kann man zum Beispiel mit einem maßgeschneiderten ID-Chair für das Individuum erreichen. Zweiter entscheidender Punkt ist die ganz starke Tendenz, ja der Megatrend, hin zu nachhaltiger Entwicklung. Und das heißt, wenn Investitionsentscheidungen getroffen werden, dann nicht mehr rein preisorientiert, sondern nach den Gesetzen der nachhaltigen Entwicklung, das heißt ökonomisch, ökologisch intelligent, aber auch verbunden mit der notwendigen sozialen Verantwortung. ID steht für Identity und Individuality. Was heißt das? Das ID-Chair-Konzept ist im Prinzip ein Baukasten, der in Zusammenarbeit mit dem international bekannten Designer Antonio Citterio, dem Vitra Ingenieurteam und dem Institut für Biomechanik der ETH in Zürich entstand. Die Idee ist, aus unterschiedlichen Komponenten bis zu 8000 Varianten individuell auf den jeweiligen Kunden und dessen Geschmack zuschneiden zu können. Die Kunst des Gestalters besteht darin, dass er den gesamten Kreis der unterschiedlichen Möglichkeiten zu einem sehr harmonischen Ganzen zusammenfügt. Und der Kunde hat die Möglichkeit, dann auch im Nachhinein noch Veränderungen vorzunehmen. Das biomechanische Konzept des ID-Chair basiert auf der Erkenntnis, dass Menschen dynamische und keine statischen Animals sind. Lassen Sie mich dazu kurz mal ein Beispiel geben. Das ist eine statische Haltung. Und die werde ich nicht sehr lange durchhalten können. Wenn ich allerdings eine dynamische Bewegung machen soll, dann kann ich das im Prinzip stundenlang machen. Ich will Ihnen demonstrieren, dass eigentlich ein ideales Sitzgerät der Gymnastikball ist. Erstens mal muss ich balancieren, um die richtige Sitzposition zu finden. Und das ist gelebte Dynamik. Und ich werde sehr schnell herausfinden, weil es angenehm ist, dass ich in der vorderen Sitzhaltung am besten sitze. Ganz einfache Begründung, weil sich mein Körpergewicht auf die Beine und den Rücken verteilt. Das Entscheidende ist, dass der Gymnastikball als Stuhl im Büro nicht in Frage kommt, weil er natürlich auch Gefahren mit sich bringt. Zum Beispiel runterfällt. Ja, der Ball hat seine Schuldigkeit getan. Aber das ist auch okay so, denn das Beste
nämlich die Bewegung aus dem Ball, haben wir hier in die Flow-Motion-Mechanik des ID-Chair integriert. Und wie das jetzt im Sitzen funktioniert und welchen angenehmen Einfluss das eben auf die natürliche Dynamik des Sitzens hat, das will ich Ihnen kurz am Arbeitsplatz schildern. Beim Arbeiten gibt der Stuhl meinem Wunsch nach Bewegung nach. Also in der vorgeneigten Arbeitshaltung, Sie erinnern sich, hatte ich demonstriert, dass eben dabei die Rundrückenhaltung nicht passieren kann. Interessant ist, dass im Gegensatz zum Ball der Stuhl eine Doppelfunktion erfüllt, nämlich er inspiriert die Bewegung und er stützt gleichzeitig. Und er gibt mir Sicherheit, denn ich kann aus dem Stuhl natürlich nicht herausfallen. Der Nutzen besteht eben darin, dass durch die Bewegung die vordere, die seitliche Bauchmuskulatur trainiert wird, gleichermaßen die seitliche Rückenmuskulatur, und dass durch die Bewegung des Beckens Stoffwechsel in den Bandscheiben ausgelöst wird. Und das ist eine durchaus gesundheitsfördernde Maßnahme. Und damit das, was ich Ihnen berichte, auch alles bewiesen werden kann, haben wir in den ganzen Entwicklungsprozess das Biomechanische Institut der ETH in Zürich integriert, damit die durch Tests mit Probanden nachweisen, dass es also auch wirklich so ist, wie ich es Ihnen hier beschreibe. Jede Investition sollte sich im Sinne der nachhaltigen Entwicklung rechnen. Und das heißt, sie sollte ökonomisch, ökologisch wohl überlegt sein, verbunden eben mit einer entsprechenden sozialen Verantwortung. Und das stellt das Konzept sicher. Was heißt das im Klartext? Wir geben dem Kunden auf Wunsch mit dem Green User Agreement ein 15 Jahre Sorglos-Paket. Das heißt, wir servicen das Produkt nach 5 Jahren und reinigen es, was auch hygienisch vernünftig ist. Wir tun das Gleiche nach 10 Jahren und nach 15 Jahren nehmen wir das Produkt zurück und recyceln es. Dadurch hat der Kunde die Möglichkeit, die Total Cost of Ownership über die gesamte Nutzungsdauer von 15 Jahren zu rechnen, nämlich Kaufpreis plus der relativ geringen Servicegebühr. Und nach 15 Jahren nehmen wir das Produkt zurück. Das heißt im Klartext ökonomisch, ökologisch absolut berechenbar. Der dritte Punkt der nachhaltigen Entwicklung ist die soziale Verantwortung. Die soziale Verantwortung ist gegeben, indem die Gesellschaft nicht belastet wird durch zusätzlichen Müll, sondern wir das Produkt entsprechend sorgfältig recyceln. Darüber hinaus bietet das ausgeklügelte biomechanische Konzept den Nutzen für den Mitarbeitenden. Das heißt, der Arbeitgeber, der Kunde, der Käufer wird seiner sozialen Verantwortung der Gesellschaft und auch den Mitarbeitenden gegenüber gerecht. Und damit ist die Entscheidung für das ID-Chair-Konzept modern und richtig.